Mein Name ist Hans Egesser, ich bin hier von Willisau. Ich bin eigentlich in diesem Komitee der örtliche Vertreter, der so Verbindungen zu den Leuten, die mitwirken, gesucht hat. Jawohl, also den Preis bekommen hat Hermann Morf, auch von Willisau. Wir haben eigentlich sehr breit herumgehört, im Bereich Kultur, im Bereich Sport. Nachher, als ich immer mehr den Hermann Morf ins Visier genommen habe und eben auch mal am Computer geschaut habe, ob es irgendwie Hintergrundinformationen gibt von ihm, ist mir immer klarer geworden, das ist ganz ein interessanter Typ. So viele Sachen, die der gemacht hat für die Allgemeinheit. Eben auch für die Schwächsten, wenn man jetzt als Tischlein deckt, ich denke zum Beispiel, der hat den Preis verdient. Das war für uns vier sofort klar gewesen. Doch an Tischlein deckt ich eine ganz kleine Linderung geben. Sie können den Lebensmittelzustupf, wo Sie einen Franken pro Mal müssen. Nobelus abgeben, dass eben nicht ganz gratis ist, hätte es ihnen Sinn. Da sind wir auf die Idee gekommen vom Eselspreisträger. Warum der Esel? Esel ist für uns symbolisch für Beharrlichkeit, Treue, Genügsamkeit. Und jetzt haben wir eigentlich eben die Esel, die uns immer begleiten bei der Wanderung. Und gleichzeitig kommt einfach jemand, der die Eigenschaften des Esel irgendwie dort vertreten, kommt der Eselpreis, das ist ein Wanderpreis. Und, und dann kann er ein Jahr lang kann er nachher den Wanderpreis daheim haben. Und dann kommt man in einem Jahr wieder überlegen, wem geben wir den Eselpreis wieder.